أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrn am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Bevor ich anfange, muss ich natürlich hier drei Prediger entschuldigen, die alles auf meine Schulter gelassen haben. Ich wäre ja gar nicht eigentlich heute gedacht. Im Nachhinein war es so geplant. Der Bruder Bujibril hat Todesfall in der Familie gehabt, sein Onkel ist gestorben, wird ein Gender geben. Und dann war andere noch lauter. So, wie gesagt, der Bruder Bujibril ist bei denen, ist jemand in der Familie gestorben, so der Onkel, er gesagt, wird ein Gender geben. Und der hat auch allgemein ein bisschen Stress. Dann Bruder Abu Muawiyah, seine Frau ist sehr stark krank geworden, egal, dass sie heilen. Ja, und deswegen hat er kurzfristig abgesagt. Er sollte auch kurzfristig einspringen, also der war auch gar nicht gedacht. Und Bruder Abu Naila ist auf dem Weg, Wissen zu streben in Kuwait. Und deswegen, egal, ihm auch das nötige Wissen geben, was er dort strebt. Deswegen konnte er auch nicht kommen. Ich versuche alle drei mit einem Vortrag, in den Leiter zu vertreten, was nicht so einfach ist. Liebe Geschwister im Glauben, Bruder und Schwestern im Islam, das Thema, was mir vorgeschlagen worden ist, ist, dass wir über das Vorbild sprechen. Dass wir über das Vorbild im Islam reden. Und ich habe zwei, drei, vier Bücher genommen oder aus den Büchern entnommen, um diesen Vortrag zusammenzuführen. Ich will nicht nur über das Vorbild reden, indem ich euch erzähle, wer unser Vorbild ist. Ich möchte, dass wir verstehen, was für uns Vorbild bedeutet. Ja, und bevor wir anfangen, in dem zu... Noch leiser? Noch lauter? Jung, seid ihr hier gewöhnt, ey? So. Ja? Das ist doch keine Khutbat al-Jumma. Die quatschen da oben zu viel. Ja, ich glaube, wenn die Schwestern oben reden, also ich sehe das hier nicht. Aber wenn Schwestern oben reden, bitte versucht nicht miteinander zu sprechen. Das ist sehr wichtig. Ja, Handys ausschalten, die Brüder auch. Bitte Handys ausschalten und Brüder nur miteinander reden, wenn man übersetzen muss oder so. Habe ich kein Problem mit. Oder wenn jemand wirklich eine Frage gerade einfällt. Aber am besten ist immer leise verhalten, zuhören und alles andere können wir nach dem Vortrag besprechen. Auch die Schwestern, wenn die Kinder bei sich haben, ja, dann sollen die mit den Kindern, wenn die was Nötiges sagen müssen, hör mal, geh nicht dahin oder lass das sein, das ist alles kein Problem. Aber halt nicht miteinander quatschen. Weil das ist ja nicht der Grund, warum wir zusammengekommen sind. Ja, zum Quatschen und zum Tee kommen wir auch zusammen irgendwann, aber das ist heute halt nicht der Grund. Hey, wie gesagt, liebe Geschwister, bevor wir uns die Frage stellen, wer ist das wahre Vorbild und wir über das wahre Vorbild sprechen, sollte man etwas über sich selbst wissen. Also man sollte in sich selber forschen, in sich selber hineinschauen und dann das Vorbild anschauen. Also du musst selber wissen, wo du stehst, wo du bist, was du machst. Und da gibt es einen Hadith, ich habe den bei dieser Serie Hadith der Woche, den ich mache, erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Rechtschaffenheit ist guter Charakter. Und Sünde ist, was dich quält und du nicht willst, dass anderes wissen. Ein Hadith aus Sahih al-Muslim. Rechtschaffenheit, sagt er, ist guter Charakter. Und Sünde ist was, liebe Geschwister? Das, was dich innerlich quält, weil der Gläubige, wenn er sündigt, der Muslim, die Muslime, der Mann und Frau, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, wenn sie sündigen, die Sünde quält sie. Es ist nicht etwas Schönes in dir. Du fühlst dich verbrecherisch. Dass du etwas gemacht hast, das jagt dich die ganze Zeit hinterher und denkst daran. Das ist etwas, du willst nicht, dass andere Menschen es wissen, weil der Mensch, der stolziert nicht rum und sagt, ich habe die und die Sünde gemacht, der glaubt. Es gibt Menschen ohne Verstand, die tun das. Aber der Muslim, der sich Muslim nennt und versteht, was Muslim bedeutet, darauf kommen wir, liebe Geschwister, prallt nicht mit seinen Sünden. Also seine Sünde quält ihn innerlich. Es quält ihn innerlich. Er spürt das in sein Herz. Und er sagt, liebe Geschwister, Rechtschaffenheit ist guter Charakter. Jetzt kommen wir auf das Wort Rechtschaffenheit. Geschwister im Islam, wenn ich sage, wer ist der Vorbild aller Muslime, jeder wird sagen, bekannt, ma'ruf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Für jeden Muslim, der Verstand besitzt und versteht etwas über Islam, und auch wenn das wenig ist, wenn du draußen gehst, sag, wer ist der Vorbild der Muslime? Er wird dir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wird den Propheten erwähnen, alaihi salatu wasallam. Dieser Prophet sagt, Rechtschaffenheit ist guter Charakter.
Rechtschaffen, liebe Geschwister, bedeutet nicht, weil viele verstehen das falsch. Rechtschaffen bedeutet nicht, einer betet, fastet, spendet. Diese Ibadat, fasten, beten, spenden, zum Hajj gehen, Umrah machen, all diese Sachen, die ihr kennt, liebe Geschwister, sind ein Grund dafür, dass wir rechtschaffen werden. Viele, wenn du sagst, ja, der Bruder ist rechtschaffen, warum er betet, fastet, das sind Säulen im Islam. Was ist ein Muslim, der nicht betet, der nicht fastet? Der nicht die Säulen des Islams erfüllt, der nicht versteht, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das heißt, diese Taten, liebe Geschwister, führen dich zu Rechtschaffenheit, weil Rechtschaffenheit ist guter Charakter. Das heißt, der Charakter selbst an sich selbst ist eine Ibadah, die wir erstmal erreichen müssen. Einen guten Charakter zu besitzen, das ist nicht eine einfache Sache. Und Rechtschaffenheit ist ein Teil vom guten Charakter und Rechtschaffenheit wird erreicht, indem man das macht, was Allah Azza wa Jalla von einem will. Allah sagt nur, dass das Gebet hält was, liebe Geschwister? Vom Schändlichen ab. Das heißt, es ist ein Weg zur Rechtschaffenheit. Das Fasten soll was? Uns gottesfürchtiger machen. Das Ziel des Fastens ist, dass wir gottesfürchtiger werden. Also ist das Fasten ein Weg zur Rechtschaffenheit. Das Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala soll was reinigen? Dein Besitz und was noch? Deine Seele vom Geiz, dass wir nicht geizig sind. Dass wir nicht diesen Trotz haben, ich will das haben und für mich behalten. Ja, das soll diese Sache in dir reinigen. Das bedeutet, wofür dich das Spenden hin? Zur Rechtschaffenheit. Das ist aber das Problem, was wir besitzen, liebe Geschwister im Islam. Wenn die Leute den Hadith hören, sagen, ja, Rechtschaffen ist jemand, der betet und fastet. Nein, es gibt Muslime, die beten, fasten und geben für Allah Azza wa Jal, aber vielleicht haben sie den guten Charakter nicht erreicht. Das kann geben, dass du einen Bruder siehst, er kommt in die Masjid, er betet, er fastet, aber sein Charakter ist nicht vollkommen. Und möge Allah Azza wa Jal uns einen guten Charakter geben. Denn guter Charakter, liebe Geschwister, wenn wir gleich hören über den Propheten, wie der war, und wenn das wir uns vor uns vorstellen, wenn wir sehen, dass viele, viele, viele Dinge davon bei uns fehlen. Und wenn ich sage, bei uns, ich meine uns alle, liebe Geschwister, ob ich jetzt rede und ihr zuhört, ob ein anderer reden würde, bei uns Muslime fehlen. Wer unter den Muslimen weilt und unter den Muslimen lebt, der weiß das. Deswegen, liebe Geschwister, wenn ich höre Rechtschaffenheit, bedeutet Vertrauenswürdigkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit, gehört alles zur Rechtschaffenheit. Was ist in mir? Welcher Charakter besitzt sich denn in mir? Aisha radiallahu anha sagt in einem Hadith, als sie über den Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, und ich muss hier in Klammern setzen, wenn wir über Vorbild sprechen, müssen wir den Charakter erwähnen? Geht nicht, darin sehen wir unser Vorbild. Liebe Geschwister, wurde sie gefragt über den Propheten a.s., welchen Charakter er besaß, was hat sie gesagt? Mit was hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam verglichen? Und hat gesagt, das ist der Prophet. Das Buch Allahs, den Koran. Das ist der Charakter des Propheten gewesen. Das war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Dieses Buch, liebe Geschwister, was wir in die Hand nehmen, was wir rezitieren in unseren Gebeten, ist etwas, was wir verinnerlichen und umsetzen. Das ist nicht nur etwas, was wir lesen und hören und verteilen. Brüder, das ist eine gute Sache, wenn wir es tun. Aber vielmehr, der Kern der Sache besteht darin, dass wir das umsetzen. Dass wir die Dinge, die wir darin hören, dass wir sie nach außen geben, dass sie die Leute in uns sehen. Die Botschaft, liebe Geschwister, ist nicht nur Reden, die Botschaft ist auch Leben. Wir leben diese Botschaft aus. Wir leben, alaikum assalam, wir leben den Islam aus. Wir predigen nicht nur den Islam, wir sagen nicht nur Islam, 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 Islam. Wir wollen auch den Islam leben als Muslim, so viel wir können natürlich. Und es wird einen geben, der ist mehr, und es wird einen geben, der wird weniger haben. Und da gibt es immer Differenzen, liebe Geschwister, immer Unterschiede. Es hat immer was mit dem Menschen, weil wir auch verschieden sind. Darum gibt es auch verschiedene Stufen im Paradies. Es wird mehrere Stufen geben im Paradies. So wie es verschiedene Menschen gibt unter uns. Und liebe Geschwister, wie ich gerade gesagt habe, müssen wir jetzt herausfinden, was ist in uns? Welche Identität finde ich wieder in mir? Denn normalerweise trage ich die Identität des Muslims. Meine ID ist Muslim. Aber was bedeutet für mich, liebe Geschwister, Muslim sein? Weil ich habe gesagt, das Vorbild an sich selbst ist ma'ruf, ist bekannt. Ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beantwortet mir mit zwei Wörtern. Der Gesandte Allahs. Das ist das Vorbild, das wissen wir. Jetzt habe ich gesagt, der wenig vom Islam weiß, der weiß das. Aber finde ich diesen Menschen mir wieder?
Oder wenn wir, weil wir weit vom Benehmen des Propheten sind, a.s.w., finde ich diese Identität des Muslims in mir wieder? Welche Identität trage ich? Was gebe ich wieder? Was sehen die Menschen in mir, wenn die mich draußen sehen? Sehen die diesen Islam, den wir reden? Woran wir glauben? Denn innerlich glauben wir daran, wer von den Muslimen lehnt Mohammed a.s.w. ab? Wer von den Muslimen, der sich Muslim wahrlich nennt, lehnt den Koran ab? Wer von den Muslimen sagt, ich liebe nicht Allah, ich liebe Allah, wer sagt das nicht, Achim? Jeder von den Muslimen wird das bestätigen, egal wie schwach er ist. Er kann gerade von der Diskothek kommen, vom Bordell, wenn er rauskommt. Und wenn wir ihn fragen würden, und möge Allah von solchen Taten bewahren, aber die Tatsache ist, wenn wir ihn fragen würden, er würde das bejahen, er würde sagen, ja, ich liebe Allah, obwohl er gerade in Sünde gewesen ist. Das ist so, Achim, das ist in das Herz drin. Aber was gebe ich wieder? Was ist meine Identität im Nachhinein? Was verstehe ich von Muslim sein? Was verstehe ich als Muslim zu leben? Bevor ich das Vorbild verstehe, was verstehe ich in mir? Ach, was habe ich in mir gefunden? Was gebe ich wieder? Ein Fußballer, ein Rapper, was denn? Ach, weil ich sehe die Identität der Muslime. Unsere Identität, liebe Geschwister, besteht in vielen Dingen, aber wenig im Islam. Wenig in der Religion. Sonst hätten wir nicht die Lage, die wir finden. Wir beschweren uns über Situationen, wir beschweren uns über uns selbst. Doch sind wir selber, liebe Geschwister, die Leute, die diese Dinge herstellen? Wir sind diejenigen, die die Situation darstellen. Wenn die Muslime, wenn sie sich Muslim nennen, Diebe, Drogendealer, Prostitution, Zuhälter, ja, Rapper, mittlerweile ist ja auch ein Job, Gangster-Rapper, wie man das auch nennt. Ja, dann, was sollen wir aufzählen, wo wir keinen Muslim drin finden? Was sollen wir aufzählen? Wo wir vielleicht sogar die Besten da drin sind? Ja? Pate in Köln, Muslim? Verstehst du? Guck mal, Pate, Achim, im schlimmsten Fall, in die schlimmsten Sachen mitgemacht. Menschen umgebracht, was weiß ich, Drogengeschäfte, Frauen verkauft, Muslim. Weil diese Sachen sind alles Sünden, sind große Sünden vielleicht darunter. Aber er ist ein Muslim, ein Herkunft des Islam. Schau mal, wo finden wir uns wieder? Und wenn dann ein Muslim umsetzt, wenn dann die Muslime, weil wir sagen, ja, du gehst jetzt vom Extremfall. Wenn wir vom Extremfall weggehen und wir gehen in die Leute in der Moschee. Lästern, Neid, nicht gönnen, keine Bereitschaft, überhaupt irgendwas zu machen, Hilfsbereitschaft. Was sollen wir aufzählen nachher? Was sollen wir aufzählen? Ich habe das doch letztes Mal erwähnt. Die Schwester kommt in die Masjid, weil die vielleicht nicht bedeckt ist, wie sie bedeckt sein muss. Nimmt man die auseinander. Bruder kommt in die Masjid, ach, hat den Weg zur Moschee gefunden. Vielleicht betet er nicht nach Sunnah, hat noch nicht gelernt. Ach, seine ersten Schritte. Ja, man, als Kind, was machst du als Baby? Ja, du gehst, du erstmal auf den Bauch, dann bist du auf alle vier, dann gehst du, dann läufst du, dann springst du. Ja? So, das ist der Weg. Wir auch alle, oder nicht? Also ich angefangen habe Islam, erstmal habe ich Fatiha gelernt langsam. Dann habe ich gedacht, Frauen müssen kein Kopftuch tragen, reicht, wenn sie einen Hut anziehen und so. Ja, wurde mir so erzählt. Habe ich gedacht. Ich finde, das Wichtigste ist so, dass du beachtest, darfst du nicht lachen und nicht kratzen, so alles geht weg und so. Viele Dinge hat man gemacht und geglaubt und gedacht. Aber man hat immer ein bisschen dazugelernt, immer ein bisschen dazugelernt. Ja, Leute, man hat immer mehr dazugefunden. Aber heutzutage, Bruder, ich weiß es nicht, wir haben ein Problem damit, den Leuten noch Zeit zu geben, dass sie dazulernen, ihre Identität wieder zu finden, wenn sie die verloren haben oder wenn sie damit angefangen haben. Wenn sie damit angefangen haben, Bruder, was ist, bedeutet für mich Muslim sein? Bedeutet für mich Muslim sein, dass ich nur in die Moschee bin? Bedeutet für mich Muslim sein, dass wir nur Jum'a da sind oder nur zum Eid da sind? Bedeutet Muslim für mich sein, die Kleidung, mein Bart, mein Gewand oder was weiß ich, meine Schuhe, mein Auge? Was bedeutet für Muslime Muslim sein? Die eine Jum'a, die andere Eid, nur zum Festtage, zum Bayram. Der eine kommt nur zum Freitagsgebet. Der eine nur vielleicht zum Isha, der andere nur zum Fajr. Der andere, keine Ahnung, nur die Kleidung. Jeder irgendwie anders, aber Muslim, ach, das Wort Muslim an sich selbst bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung, Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ergebung zu dem Herrn und Allah azza wa jal, damit wir diese Ergebung, Unterwerfung verstehen, hat jemand geschickt, der uns diese Sachen erklärt und klar gemacht hat, uns diese Sachen gezeigt hat. Und den, liebe Geschwister, sollten wir als Vorbild nehmen. Und wir werden es nur, liebe Geschwister, machen, wenn wir richtig lernen. Und das ist ein Punkt, den wir nochmal erwähnen werden gleich im Vortrag, der uns fehlt, weil die Muslime lernen nicht richtig.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dieser Ilm, das Wissen, ist mit Lernen. Ist mit Lernen, Achi. In einem Hadith von der Bukhari sagt der Prophet, das Wissen ist mit Lernen, indem du Dinge lernst. Wissen nicht erwerben, nur wenn ich etwas schaue oder wenn ich etwas irgendwas gerade höre. Wissen ist Lernen, Achi, indem du die Dinge versuchst zu verstehen, zu begreifen. Es geht sich nicht nur darum, dass du das mal gehört hast. Gehört habe ich auch vieles. Aber was haben wir davon begriffen? Was haben wir davon verstanden? Was ist davon geblieben? Was ist davon geblieben, Achi? Von so vielen Dingen. Deswegen müssen wir Dinge immer wieder erwähnen, immer wieder neue sagen. Auch wenn wir heute nur über das Muslimsein sprechen würden. Und wenn wir 100 Mal darüber geredet haben, wir müssen es trotzdem erwähnen. Weil die meisten Muslime, inbegriffen wir auch, vielleicht nicht 100% verstanden haben, was bedeutet, ein Muslim zu sein. Die Leute treffen zwischen zwei Extremen am wenigsten die Mitte, liebe Geschwister. Denn wir haben zwei Extreme. Wir haben die Übertriebenheit, wir haben die Untertriebenheit. Ich habe gesagt, der eine Muslim, einmal im Jahr zu Weihnachten. Der andere Muslim, keine Ahnung, in dem Christen nur schlecht die Fresse poliert. Zwei Extreme. Die wenigsten, der Prophet Allah sagt, wir sind eine Umma der Mitte. Und wir haben jemanden, der uns Dinge gezeigt hat. Der eine nennt dich Feige, wenn du nicht darüber redest. Der andere nennt dich Terrorist, wenn du darüber redest. Jeder die beiden Extreme, wie sie möchten. Aber die wenigsten treffen die Mitte, Achim. Denn wir sind Umma und Wasatan, liebe. Wir sind eine Umma der Mitte. Da, so hat Allah Azzawajal die Summa gemacht. So, deswegen, liebe Geschwister, in den Hadith, den ich erwähnt habe, der Hadith Hassan, wo Schachlel sagt, der Hadith Hassan hat die Stufe gut, guter Hadith. Der Prophet also bringt uns bei, dass er uns sagt, dass das Ilm, das Wissen ist was? Durch Lernen. Und wir müssen lernen, was ist Vorbild? Was bedeutet das Wort überhaupt Vorbild? Was bedeutet das Wort Vorbild? Wenn du sagst, ich habe Vorbild, aber was bedeutet Vorbild? Vorbild, liebe Geschwister, bedeutet das ideale Muster. Das ideale Muster, woran du dich als Mensch richtest. Selbst sogar, wenn du in Deutsch aufschlägst, was bedeutet Vorbild, wirst du dieses Wort finden, diese Bedeutung finden. Ein ideales Muster, liebe Geschwister, in einer Richtung, Religion. Das ideale Muster, woran ich mich als Mensch richte und befolge. Jetzt müssen wir genau dieses daran richten und dieses Volk, dieses Tibet, müssen wir verstehen. Müssen das verstehen. Was bedeutet, liebe Geschwister? Wie ich eben gesagt habe, wenn uns einer fragt, was ist Vorbild oder wer ist der Vorbild? Was ist das ideale Muster im Islam und bei uns Islam, liebe Geschwister, ist nicht nur Masjid oder nur wenn wir zum Vortrag gehen oder wenn wir zum Jum'a sind. Bei uns Islam ist Islam und das gehört vom Einatmen bis zum Ausatmen. Ja, und das dein Leben lang, bis dieses Einatmen und Ausatmen aufhört. Das ist Islam. Weil es gibt Menschen, die behaupten, Muslim sein ist nur in der Moschee. Und die Leute verhalten sich in der Moschee gut. Der Muslim kommt in die Moschee und mashallah und der behält sich gut und versucht auf alles aufzupassen. Nicht so verhalten, aber draußen verhalten wir uns was? Wie die größten Affen. Schlagen Leute, berauben, machen, schimpfen, was auch immer. Aber wenn die in die Moschee reinkommen, die kommen in die Moschee rein, kennst du, dann kommt der Muslim in die Moschee und dann sagt er, oh, hier musst du aufpassen, was du sagst. So, wenn ein Bruder jetzt ein Wort von SCH, das Wort von SCH sagen würde, ja, Scheibenkleister. Ja, ich sag immer Scheibenkleister, nicht ich das Wort sagen, weil Jahiliya haben das so oft gesagt, es ging gar nicht mehr aus dem Kopf raus. So, wenn das jetzt einer sagen würde, wir sagen Scheibenkleister, wir sagen, Alhamdulillah. Die würden alle voll böse angucken und sagen, Bruder. Wenn er draußen Scheibenkleister sagen würde, dann würden alle anderen sagen, ja, ist richtig voll Scheibenkleister. Weil wir wollen mal nicht in der Mäste sind. Dann ist das ja egal. Kannst du ja alles draußen sagen. Das ist Säkularismus. Allah ist in der Moschee und außerhalb der Moschee, Allah sieht uns nicht oder hört uns nicht. Wir haben uns, liebe Geschwister, deswegen Islam für uns und dieses Vorbild ist für uns im Leben. Allah sagt in Surah 3, Vers 21, wo Allah allem sagt, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Ja, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Bedeutet, liebe Geschwister, in seine Befehle, in seine Verbote, in seine Sunna, in sein Äußeres, innerlich, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam da war. Versuche, das zu nehmen, was er dir gesagt hat, was er uns mitgegeben hat, so viel wie du kannst. Ja, hier musst du jetzt was verstehen. Wenn wir sagen, so viel wie du kannst, weil Allah sagt, fürchte Allah, so viel wie du kannst, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht, so viel wie du kannst, beim Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bedeutet auch wirklich so viel wie du kannst. Nicht so viel, wie du magst oder so viel, wie du willst. Weil viele Leute drehen diese Sachen.
Die sagen, ja, ich mach das, was ich kann. Aber mehr Helligkeit macht mich das, was du kannst. Du kannst mehr. Aber du stoppst dich selber. Du sagst selber, du stellst dir selber Stoppschilder. Mach und fürchte Allah Azza wa Jalla und folge dem Gesandten alayhi salatu wa salam so viel wie du kannst und fang beim Wichtigsten vom Wichtigen, weil das, was der Prophet alles wichtig ist. Was der Prophet gesagt hat, gemacht hat, ist wichtig. Das ist wichtig, seine Art, wie der war, wie der Ort, alles wichtig, Achi. Aber fang bei dem Wichtigsten an. Glaube so, wie der Prophet Sallallahu geglaubt hat. Das ist auch eine Sünde. Glaube so, wie der Gesandte alayhi salatu wa salam die Sahaba beigebracht hat, zu glauben. Auf die Art und Weise. Ja, benimm dich so, versuchen wir uns so zu verhalten, wie der Prophet sich verhalten hat. Bete so, wie der Prophet gebetet hat. Gehst du zur Umrah, zum Hajj, mach das so, wie der Gesandte Sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Zekka, so wie der Gesandte Sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. All diese Dinge, das heißt, du fängst beim Wichtigsten an, beim La ilaha illallah, Muhammad Rasul, du machst es so, wie der Gesandte Sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und dann gehst du immer weiter. Bis du irgendwann isst, wie der Prophet gegessen hat. Ja? Bis du irgendwann redest, wie der Prophet a.s.w. geredet hat. Das ist wichtig, Achim. Und das ist auch ein Fehler bei den Muslimen. Ihr seht das bei vielen Muslimen. Wir fangen mit Islam an und sie fangen oben an. Bei der Kleidung, aber Tauhid, keine Ahnung. Die wissen nicht über Tauhid, über Iman, über Ihsan, all diese Stufen von Din. Was bedeutet das? Was bedeutet Ibadah? Wann ist eine Tat Ibadah? Wann ist das da? Nun. Ahnung. Aber fang bei Kleidung an. Die sagen, das ist Sünde. Ja, aber es gibt viele andere Sachen, die sind auch Sünde. Es gibt viele andere Sachen, die sind auch Sünde. Die fangen beim Äußerlichen, aber nicht beim Innerlichen. Ich war auf dem Weg zum Hajj, da war ein Bruder dabei, mir, Achi, auf dem Weg einer Säule zu verrichten. Er wusste nicht, was Tauhid ist. Die Einzigkeit, der Glaube an die Einzigkeit von Allah Azza wa Jalla, wusste der nicht, was das ist. Wir haben ihn das im Bus erklärt. Ja, das heißt, Alhamdulillah, dass der zu Hajj gegangen ist und mit Allah akzeptieren. Aber du musst dich als Muslim doch der Verstand besitzen und der jetzt die Augen geöffnet bekommen hat von Allah Azza wa Jal, bei Dingen doch bei A anfangen. A, B, C, D und so weiter. Warum fängst du A, Z und dann gehst du wieder zurück auf B und dann F, T. Wo bist du stolperst irgendwann? Und dann nicht mal A. Alles weg. Ja, wir haben Brüder und Schwestern jede Menge davon. Jede Menge, Achim. Sie waren Schwestern bis verschleiert. Alles, Niqab, Schwarzhandschuhe, alles. Jetzt nichts verschleiert. Geschweige, du brauchst Klamotten. Ja, was die als Klamotten nennen. Du bist ein Stoff. Halas. Jetzt diese Schwester weiß nicht mal vielleicht, wie Fatiha geht. Davor alles da. Brüder, ach, mashallah, praktizieren Dauer. Danach Johnny Mond. Wieder Joint am Rauchen. Ja. Ich hab's erlebt, die Leute, die ich kannte. Auf einmal waren die wieder volle Kiffer. Oh, der Bruder war in der Dawa sogar dabei, der hat sogar Dawa mitgemacht. Der hat alles versucht umzusetzen, viel ausgegeben für den Islam. Auf einmal wieder runter. Und man hat immer gesagt, Achi, Uchti, fang doch an mit dem, was wichtig ist. Ich sehe einen Bruder, der gerade heiratet, eine Schwester, die ist gerade im Islam. Ja? Ich sehe den Bruder so. Eine Woche danach seine Frau hat Niqab. Bruder, wegen Mann sowieso. Niqab nach einer Woche. Ganz Jahr, ich weiß nicht, kein Niqab. Vor allem in einer Woche hat sie Niqab. Ich sage, ach, mashallah, deine Frau hat weitergegeben. So, wie kam das? Ja, ich habe mit dir geredet und so. Ich habe gesagt, ach, aber das ist eigentlich die falsche Art und Weise heranzugehen an gewisse Dinge. Weil Niqab jetzt, ach, mach mal langsam. Weil Niqab ist eine Stufe von Iman. Brüder, Dinge, die beliebt sind in der Religion. Und das Verschleierung der Frau ist eine Stufe von Iman. Diese Stufe muss die Person erstmal erreichen, das zu tragen, zu ertragen in so einer Gesellschaft. Das ist nicht einfach. Ja, deswegen müssen wir unsere Schwestern segnen, die das durchsetzen, die daran festhalten. Und auch unsere Schwestern schützen und beschützen und belohnen, die ihren Hijab halten. Das ist auch, Bruder, sogar die Schwester, die nur Kopftuch macht, ist schwer für die Glocken. Ja. Die wird ausgesondert dafür. Aber was ist, wir machen, wenn wir die Schwester sind, die hat vielleicht nur Kopftuch und ihre Klamotten darunter sind nicht in Ordnung? Ja, und alle gucken dahin, ja, das wissen wir alle, wir gucken dahin, weil es eine Schwester, ja, vielleicht hat man Heiratabsicht, dann sagen wir alle, boah, Staffel, guck mal, wie die angezogen ist. Ja, Achi, bleib mal locker. Und du vielleicht selber stehst da vielleicht was wie angezogen. Abgesehen davon, Achi, gib dir nur mal eine Chance, sie hat vielleicht gerade angefangen. Text, es ist einfach ein Kopftuch zu machen, mach mal ein Tuch über den Kopf drüber durch die Stadt. Guckst du mal, wie Leute dich angucken. Zieh mal einmal Jalebi an, so gehst du noch durch die Stadt, das ist nicht einfach. Sarah Wino, was für dir? Mach diese breiten Hosen nur.
Die Leute werden mich anders angucken. Die Leute werden mich anders anschauen. Das ist schwer für diese Person. Aber das ist, weil wir unser Vorbild nicht kennen. Darum gehen wir mit den Menschen so um. Und deswegen, liebe Geschwister, sagt dem Bruder Achi, fang doch bei anderen an. Weißt du, deine Frau, was Tauhid ist, was Iman ist, Schurut und so, die Bedingungen von Iman, Bedingungen davon, von La ilaha illallah. Ja, inshallah lernt sie das. Guck mal, das lernt sie noch. Aber die Frau hat schon gelernt. Diese Schwester praktiziert nicht mehr. Praktiziert nicht mehr, die betet nicht mehr. Nichts, nichts. Nicht die hat die Kapp ausgezogen, die hat alles ausgezogen. Alles ausgezogen. Weil normal, ein Mensch, der keine Basis hat, wenn das Mikrofon jetzt diesen, das hier als Fuß nicht hätte und ich hätte das so hingestellt, wäre runtergefallen. Ich hätte die ganze Zeit so stehen müssen. Stimmt oder nicht? Wenn dieser Tisch die Füße, diese, was der hat, nicht hätte, dann wäre auf den Boden gefallen. Und ach, im Islam ist das nicht anders. Wenn der Muslim keine Basis im Islam besitzt und nicht mit der Basis anfängt, der baut erstmal seine Basis auf, damit er einen Außenstandfuß hat, wo der drauf stehen kann, fällt der. Am Anfang, weil guck mal, wenn du Islam annimmst, oder eine Person hat Islam angenommen, der ist Muslim geworden. Alle Takbir Allah, alle umarmen den, ach, vorher hat den keiner umarmt, vielleicht nicht mal seine Mutter umarmt den. Bei dem Glücksgefühl ist und explodiert alles in sich. Denkt er sich, boah, was geht ab? Ja, klar, was denkst du, was einer sich fühlt, Achid? Vielleicht vorher haben die Leute haben angespuckt auf der Straße. Ja, aber man sieht Ahmed, Mohammed, die den auf der Straße gejagt, in der Schule gejagt haben, Profile gegeben haben, so von hinten. Wenn haben da irgendwo Hans und so Deutscher, was weiß ich, wie man mit Leuten in der Schule geredet hat, erkennt man, ja? Dieses schlechtes Verhalten. Oh, was sind denn die umarmen den alle? Allah, mashallah, tabarak Allah, du bist unser Bruder, komm, ich nehm dich Döner, essen, dies, das. Wir kommen nicht auf sein Leben. Ja, die kommen nicht an diese Emotionen in den Bahn explodieren, der weiß nicht wohin damit. Er weiß nicht, wie er seine Gefühle stecken soll. Der ist von Gefühl überkommen. Dann handelt er mit diesen Emotionen. Dann will er alles auch machen für Islam. Dann ändert er sich äußerlich direkt. Oh, und wenn dann kein Bruder da ist, der ihn zieht und zeigt, wo es lang geht, weil er hat dann voll viele Seile, ja? Rat von Sekten, alles Mögliche hat er alles vor sich, weil alle Türen sind auf einmal offen. Weil er ist ja bei Null. Wenn kein Bruder dann sagt, ach hier, pack den Seil, dann zieh ich dich. Aber der wird mal da gehen und wird da schnappen, dann darüber springen. Und dann wird er natürlich mit dem Falschen anfangen. Und wird einfach nachhaben, dann hat er gesehen, Abu Ali redet, hat so Jalebiya angehabt. Guck mal, geht in der Schule mit Gewand. Abu Ali hat auch Gewand gehabt beim Vortrag, ich gehe auch mit Gewand. Ich kenne einen Bruder, hat gerade Islam angefangen, Muslim hat gerade angefangen. Nächster geht er zur Schule mit Gewand, raucht noch. Geht nichts, hast du schon mit Gewand. Die Schule hat dir was rausgeschmissen. Sagt ihr, ja, ich habe gesagt, du bist ja mit Schule. Was für Schule mit Gewand? Komm mal klar, dein Leben. Du weißt doch nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Verstehst du, ich meine, das heißt, durch diese Emotion handelt er einfach. Warum? Weil dieses Wissen nicht durch Lernen gekommen ist. Er hat nur abgeguckt, abgeschaut, gehört, was mitbekommen. Begriffen hat er es nicht. Weil wenn er begreift, wenn er Dinge anfängt mit normalen Dingen, dann wird er vielleicht nicht seine Kleidung direkt ändern, was nicht immer der Fall ist, dass die Kleidung, was er gerade trägt, verboten ist. Auch wenn da jetzt, keine Ahnung, hier Löcher, Po und sowas, was gibt es da, Shorts über dem Knie, kann fast alles sehen und so, das gibt es ja gewisse Kleidung, die verboten ist. Ja, wenn er wird vielleicht nicht da, aber er wird innerlich sein und er wird stabiler Muslim, er wird eine stabile Person werden. Und dann, wenn Fitna, weil Allah wird ihn prüfen, weil der sagt, ich glaube, er wird geprüft. Er wird sagen, ich glaube an Allah, er wird bezeugen den Herrn als einzig, er wird geprüft. Das heißt, er wird stabil sein für die Prüfung. Die Prüfung wird zu ihm kommen, dann wird er da stehen. Sonst beim nächsten Sommer, ach, der ist weg. Weißt du, wie schnell ihn der Sommer schluckt? Weil er keine stabile Füße hat. Ich kenne einen Bruder, ach, kam bei uns in die Masjid. Der schließt so 3 Tage. Nach 3 Tagen sage ich nur, Bruder, was ist los? Machst du nichts und so, arbeiten, dies, das? Allah muss der Allah hilft und so, ich vertraue auf Allah, ich liebe das, ja, ich vertraue auf Allah. Du machst nichts, vertraust auf Allah. Du machst was, dann vertraust auf Allah, auf das, was du tust. Und bei nichts tun, auf was vertraust du? Auf nichts tun, ja, wird auch nichts bei rauskommen, hatte keine Sorgen. Kann ich dir auch so sagen. Ja, klar, ich sag, Bruder, geh mal AG und so, melde dich mal an, guck mal, so was suchst und so, dies, das. Gibt's ja Möglichkeiten, andere, jede Möglichkeiten sind offen. Mit dem Geld kannst du doch auch, wenn du keinen Bock auf das Geld hast, unterstützt die Masjid, unterstützt Muslime, unterstützt Brüder in Ausland, mach irgendwas. Ja, okay, hin und her, weißt du, war er beleidigt natürlich, weil ich ihm das gesagt habe. Aber geht nicht, Bruder, es regnet kein Gold und Silber vom Himmel. Ja, man muss sich bewegen. Ach, dieser, der war auch voll für die Dauer und ach, keine Ahnung, alles ist schwach. Und der kam zu mir, ihr seid schwach, warum redet ihr nicht über gewisse Themen und so. Eigentlich wollte ich ihm Offer geben, dass er schlafen geht. Ja, weil ich mag das nicht. Wie bist du schwach, Bruder? Wo hast du hier so ein Barometer gesehen? Ich bin gerade schwach, ich bin gerade stark.
Ja, Allah, das weiß nur der Herr. Ob, Bruder, wir sitzen jetzt gerade hier. Kann sein, dass mein Iman im Keller ist. Und Iman von einem Bruder, wo du denken würdest nicht, dass es in die Höhe. Kann sein, dass ein Bruder seine Nacht mit Gebet verbracht hat, der andere seine Nacht mit Playstation verbracht hat. Ja, das kann sein, das weißt du doch nicht. Sagt er, ihr seid schwache Geld, ihr wisst den nicht. Ja, normal, 16 Jahre alt. Was erwartest du? 16. 16 tut einen auf Ritter der Nation. Aber das ist meistens so Flaute. Dass diese Leute, die mit Geschwister sind, weniger schauen. Die so reden. Ach, eine Woche später sehe ich schon mit Mädchen unterwegs. Darauf sehen wir den Wettenbüro. Ich dachte, ich wollte Dauer hier machen. Wettenbüro. Okay. Dann kommen Menschen zum Geschäft von der Boate am Samstag und sagen, ja, wieso von dem und dem Bruder ist der nicht hier vorbei, wollten uns mit denen treffen, der wohnt bei mir. Ich denke mir, alter Schwede. Und der sagt, ihr seid schwach, ihr redet gewiss dem nicht. Kann ich mal fern von Dingen bleiben, die man fernhalten kann, also wenn man praktiziert schon. Verstehst du, was ich meine? Das sind die Ritter, Achi, die großen Mäuler, die reden. Die Zeit wird kommen, Allah wird prüfen auf das, was wir sagen. Allah wird uns prüfen. Ach, wir behaupten Dinge, Allah wird uns darauf prüfen. Und dann müssen wir beweisen, ob wir standhaft sind oder nicht. Ob wir den Kurs halten können, diese Istiqama haben werden, oder waren wir nur bla 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 bla. Und in den 10 Jahren Islam, ich bin 10 Jahre, 11 Jahre Muslim, hat man viele so gesehen, die geredet haben. Die sind in die Masjid gekommen, die haben einen Vortrag mit uns gemacht, am nächsten Tag sagt sie mir, warum gehst du nicht dort, und warum machst du das, du hast kein, ihr redet doch nur. Ich sage, ach, mach dir mal, du kannst nicht mal Zigarette aufgeben. Du redest mit mir über Themen und du kannst Kippe nicht aufgeben. Kippe ist dein Chef. Du kannst nicht zum Rauchen Nein sagen. Ja? Und dann nachher kommt er mir an und dann siehst du diese Person. Siehst du, warum bist du wieder in der Diskothek? Gehst du in die Diskothek vor, gehst du auf mitten aus nach Aisha im Sommer, weil das spät ist. Und dann, pop, der erste, der rausspringt, ist leer. Lass das, Bruder. Das sind diese Mäule, die immer viel reden. Aber es wird immer mit der Zeit. Deutschland kommt, Zeit kommt, Rat. Aber wenn die Zeit immer vergeht, dann sieht man immer, wer was und was ist. Etwas über Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Verhalten. Es wird erzählt, liebe Geschwister, eine Überlieferung. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung ist schwach, weil ein Überlieferer in der Überlieferung majhul ist. Also ist nicht bekannt. Er wird erwähnt vom Stamm, aber nicht seinen Namen. Aber die Eigenschaften, die da drin erwähnt werden, werden von anderen Überlieferungen unterstützt. Ja? Es wird erzählt vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie er war. Der Gesandte Allahs aus dem strahlte stets Freude aus. Er war von umgänglichem Charakter und sanftmütig, niemals unhöflich oder rücksichtslos. Noch schritt er laut oder sagte unanständige Dinge. Er stellte niemanden bloß, noch lobte er jemanden zu hoch. Er schenkte ihm, wonach er kein Verlangen hatte, keine Beachtung. Doch er enttäuschte niemanden, der ihn um etwas bat. Noch verwehrte es ihn. Von 3 Dingen hielt er sich stets fern. Von Diskussionen, viel Gerede und von dem, was ihm nicht anging. 3 Dinge, die wir ständig machen. Und 3 Dinge unterließ er gegenüber den Menschen. Er erniedrigte niemanden, das tun wir leider. Er suchte nicht nach verborgenen Unzulänglichkeiten, was wir machen. Wir suchen immer bei den Leuten, was Sache ist. Und er sprach nie über etwas, ohne dass damit die Hoffnung auf göttlichen Lohn verbunden war. Allah muss dahin. So, wenn er sprach, senkten die Anwesenden bewegungslos schweigend ihre Köpfe, als säßen darauf Vögel. Also die Leute, die ihm zuhören. Wenn er dann schwieg, sprachen sie und sie stritten niemals in seiner Gegenwart. Wenn einer zu ihm sprach, schwiegen die anderen, bis jener zu ihnen gesprochen hat. Wer in seiner Gegenwart sprach, sprach als Erster. Er lachte über das, worüber sie lachten, und zeigte sich erstaunt über das, worüber sie erstaunt waren. Weil manche denken, der Prophet hat noch nie gelacht. Manche haben nur geweint. Der Prophet hat auch gelacht. Ja, mit den Sahaba. Das sind Charakterzüge, die wir, das ist der Muslim, der Geschwister hat von allem etwas. Er hat Zeit zum Weinen und es gibt auch Zeit zum Lachen. Ich habe auch gehört, dass der nicht gelacht hat, sondern immer nur so gegrinst hat. Also ja, es gibt Hadithe, wo du auch gelacht hast, mal seine Backzähne gesehen. Ja? Also. Kein Problem. So, weiter. Er lachte über das, worüber sie lachten, und zeigte sich erstaunt über das, worüber sie erstaunt waren. Geduldig ertrug er die grobschlächtige Ausdrucksweise von Fremden und deren unbedarfte Fragen, so dass selbst seine Gefährten diese vorschickten, und er sagte, wenn ihr seht, dass jemand etwas braucht, dann hilft ihm. Hier, was gemeint ist, wo er ertrug, die Leute kamen zu ihm, waren grob zu ihm. Oder stellten unbedacht so Fragen, die man nicht stellt. Ja?
Aber warum sagt er hier, die Gefährten haben sogar diese Leute vorgeschickt? Weil die Gefährten haben sich immer geschämt, dem Prophet Sallallahu etwas zu stellen. Dann wussten sie, wenn sie jemanden schicken, der fragt, der Prophet wird antworten. Und darum sagte der Prophet, wenn ihr seht, dass jemand etwas braucht, dann hilft ihm. Er akzeptierte kein Lob ohne einen entsprechenden Anlass. Und er schnitt niemandem das Wort ab, es sei denn, dieser überschritt die Grenzen. Dann ließ er ihn entweder schweigen oder er erhob sich und ging weg. Ja, einige Eigenschaften von Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das ist unser Vorbild. Schau mal, wie unser Vorbild war. Ja, wie viele Eigenschaften haben wir gerade gehört, die wir anders haben? Wenn einer redet, wir gehen dazwischen. Ich selbst habe diese Eigenschaft, ich weiß nicht, ich kann nicht ablegen. Wenn ich jemand rede, ich muss immer dazwischen hauen. Ja, das ist so ein, ich ärgere mich selber darüber, aber es ist schwer, es abzulegen. Ja, dann, wie viel oft, liebe Geschwister, diskutieren wir? Wie oft tun wir uns in Angelegenheiten einmischen, die uns nichts angehen? Ja, wir warten, dass etwas entsteht, an einem, damit wir uns da einmischen. Wie oft helfen wir jemandem? Wie oft, liebe Geschwister, hören wir jemandem zu? All diese Sachen, die wir sehen, liebe Geschwister, oder wie oft sprechen wir Dinge, wo kein Lohn von Allah sind? Wie oft, liebe Geschwister, sprechen wir Dinge, die schlecht sind? Wörter, wie oft urteilen wir über eine Person? Muslime heutzutage, ach, Jude, Kafir, Lügner, Munafik, Heuchler, Asi, ich weiß nicht, alles mögliche, du redest mit Muslimen über, die haben ein Problem. Ein Muslim, der Muslim hat ein Problem. Du redest mit denen, der ist ein Lügner, der ist ein Betrüger, der ist Jude, der ist Kafir. Oh, ach, 100 Urteile. In einer Sekunde schmeißt er, der hat den Bruder von der Hölle, von der ersten Stufe von Jahannam bis letzte gebracht. Ja, von Machi, von Valium, von Ungerechten, von was Sünder, von Lügner, von Betrügner bis Munafik. Tiefste Hölle hat er ihn gebracht. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir uns diesbezüglich besser werden. Also 20 Minuten haben wir noch, ne? Wann ist das gleich? Wie viel? 29. Okay, ich versuche die letzten Punkte dann mitzugeben. Ja, genau, macht der Event aber und dann können wir was immer noch 5 Minuten, 6 Minuten machen. So, liebe Geschwister, jetzt, wenn wir diese Dinge hören, sagt jeder zu sich selber, ich fühle mich besser. Ja, das ist das Erste, was zu uns kommt. Ich selber, wenn ich das, wie ich das vorbereitet habe, wie ich gelesen habe in den Büchern, ich sage, boah, ich muss mich so bessern. Ja, eigentlich darf ich gar nicht mit den Brüdern reden, ich muss mich eigentlich erstmal besser. Ja, aber wir reden damit, wir alle was davon haben. Dass ich was davon habe, dass ihr was davon habt. Ja, jeder, der das hört, sagt, ich fühle mich besser. Wir können uns besser. Der Charakter eines Menschen ist verbesserbar. Der Charakter eines Menschen ist änderbar. Der Charakter ist etwas, liebe Geschwister, was wir richten können. Das heißt, wir können es selber so basteln, dass das vernünftig wird. Es gibt Charakterzüge, die sind angeboren. Die haben wir von Geburt aus an. Die kannst du nicht so einfach entfernen. Und es gibt Charakterzüge, die können wir uns aneignen. Ein Kind ist von Geburt an ehrlich, sagt immer die Wahrheit. Ja, von Geburt an. Und es bleibt meistens ehrlich, wenn das wahrlich immer von Geburt an ehrlich ist. Im Allgemeinen Kinder sind ehrlich, aber es gibt Kinder, die schon mit 6 Jahren fangen an zu lügen. Aber ein Kind, sagen wir mal jetzt, er hat eine angeborene Eigenschaft, Ehrlichkeit. Aber es ist feige, hat Angst. Ja, oder ist so immer so eingeschüchtert. Die Eltern, Mutter, Vater, Erziehungsberechtigte müssen schauen, dass sie dem Kind ein bisschen Mut beibringen. Weil Mut wird auch manchmal im Islam gefragt. Ja? Und wenn wir das damit verbinden, dass ein Mädchen Kopftuch tragen muss, das hat was mit Mut auch zu tun. Ja? Den Mut nach außen zu gehen mit ihrer Eltern. Das heißt, es gibt Eigenschaften, die sind angeboren, es gibt Eigenschaften, die müssen uns aneignen. Die Eltern sind dafür zuständig. Somit beweisen wir, dass der Charakter ist verbesserbar, liebe Geschwister. Unser Charakter kann geändert werden. Jetzt gibt es Punkte, Faktoren, die ich erwähnen werde, ein paar Stück, die damit zu tun haben. Eine davon, Umgebung. Umgebung ist wichtig. Ja, wir kennen, liebe Geschwister, sag mir, wer dein Freund ist, dann sage ich, wer du bist. Sehr schöner Spruch der Deutschen. Das, aber Prophet Alessas hat sowas vor 1400 noch was gesagt. Singen müssen. Nicht Wort für Wort, aber singen. Aber trifft darauf ein. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Mann hat den Charakter seines engsten Freundes, darum soll jeder von euch schauen, wenn er sich als engsten Freund nimmt. Hadith bei Tirmidhi und Shahih al-Bukhari sagt Hassan. Ja? Das heißt, der Mann besitzt den Charakter, mit dem der eng ist. So soll jeder von euch schauen, von uns Muslime, wir sollen darauf schauen, wen nehmen wir uns als engsten Freund.
Denn meistens sind die Geschwister, die du als Freund nimmst, so wirst du auch. So nimmst du eine Art zu sprechen. Ja, so nimmst eine Art, so dich zu verhalten. So bist du auch zu deinen Eltern. Guck mal, bevor ich nach Gladbach gezogen bin, ich bin 94 nach Deutschland gekommen. 1994. Ich bin 1999, also 2000, zwischen 2000 und 99 bin ich nach Gladbach gezogen. Von 94 bis 99 habe ich so Freunde gehabt, ach, die waren alle Katastrophe. Ja, die haben mir nur Schlimmes beigebracht. Auch gegenüber Eltern. Ich war auch gegenüber meinen Eltern, habe ich nicht gehört. Ich habe nicht die respektiert. Ich habe niemanden ernst genommen. Ältere, Schule, Lehrer, waren ja alles egal. Doch, 9. Klasse, bam, haben mich aus der Schule rausgeschmissen. Ich durfte nicht mehr weitermachen. Ich war in diesem Moment, ich gedacht, cool, ja, ich darf nicht mehr weitermachen. Hauptschulabschluss und so, kein Problem. Nach der Klasse 9. Ja, jetzt schäme ich mich immer schreien, musst du nach der Klasse 9 die Leute fragen, was haben sie denn gemacht? Ja, da haben die mich rausgeschmissen. War mir egal, mein Vater sagt zu mir, du wirst einfach in die Wand hauen, wenn du Fabrik arbeitest. Ich sage, ja, komm, du hast keine Ahnung und so. So richtig verachtungslos zu meinen Eltern gesprochen. 1999, 2000 komme ich nach Gladbach, habe ich Leute kennengelernt und einen Bruder, der länger Freund von mir ist, der Abu Muawiya. Ja, ihr kennt ihn vielleicht von Vorträgen, ich kenne ihn jetzt seit viel zu vielen Jahren. Und ich war damals kein Muslim, er war sowas dazwischen hier. Ja. Aber er hat gebetet auf jeden Fall, das hat er gemacht. Auch wenn er manchmal sein Gebet nach der Disco alle zusammen gebetet hat, hat er gemacht, Alhamdulillah. Also er hatte so auch Charakterzüge vom Islam. Und er hat zu mir gesagt, wie redest du? Und er hat mitbekommen, wie ich mit meiner Mutter rede oder wie ich mich so verhalte. Kiffen, dies, das. Und sag mal, bist du für einer? Bist du Junkie oder was? Ich sag, wie, warum Junkie? Und so einmal ziehen und sagt, nein, bist du verrückt. Ja, er hat mir versucht, das so mitzugeben. Er dachte mir, du musst deiner Mutter auch ein bisschen Geld geben, wenn du was verdienst und so. Und du musst zu der korrekt sein, weil seine Mutter ist gestorben im Krieg und ja, allein Gender geben. Er hat zu mir, du weißt nicht, wie das ist, wenn du vom Grab deiner Mutter stehst und so. Und ich habe das voll ernst genommen, ja. Ich habe auch sowieso, ich war voll so, wenn es zu sein gefühlt damals. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, hat der recht und so. Und dann habe ich mich angefangen zu ändern, bis meine Eltern das sogar gemerkt haben. Bis meine Eltern zu mir gesagt haben, die haben diese Änderung in mir gespürt. Dann war Bruder Abu Muawiya bei meiner Familie vorne auch angesehen. Wenn er kam, hat er extra gekocht für ihn, weil er hat ja halt kein Schweinefleisch gegessen. Hat extra für ihn gekocht und so. Der hat auch voll Angst, weil der hat mir wirklich Züge beigebracht, so Charakter. Ich hatte voll Assi so gewesen. Und der hat die, durch was der auch mitbekommen hat vom Islam, hat er so mitgegeben, auch wenn es nicht viel war. Ja, und somit, liebe Geschwister, ist die Umgebung sehr wichtig. Guck mal, von 94 bis 99 war ich der größte Assi. Da, liebe Geschwister, wo ich nach Gladbach gezogen und dem Bruder so als einzigen Freund genommen habe, ich habe mit Drogen aufgehört, ich habe auf einmal angefangen zu arbeiten, ich habe meine Eltern gehört. Natürlich hat man so ein Highlife-Gefühl, ja, also man war immer noch gewisse Faxen am Machen, wir wussten aber nicht, dass es haram ist. Also ich wusste es damals nicht, dass es haram ist, ich weiß nicht, was die Jungs damals wussten und ich wusste. Ja, das heißt, wir haben diese Änderung gesehen und wo ich im Islam gekommen bin, dann hat sich der Charakter nochmal verändert. Dann kann man ja dann gar nicht drauf klar, wie der Islam einen verändern kann. Und das, aber bleiben wir bei Umgebung. Umgebung wichtig, liebe ich, mit dem du bist, mit wem bist du, Achi? Bist du mit Leuten ständig schimpfen, wirst du schimpfen, automatisch. Wenn ich mit meinen Geschwistern bin, mehr als 5 Stunden, ich habe nur 4 Geschwister, ach, irgendwann fliegt mir ein griechisches Wort auf, Schimpfwort raus. Normal, ich rede dann gleich auch, dann geht das so dringend raus. Ich denke, ruf. Und die sagen auch zu mir, seit wann redest du so? Ja? Du nimmst an so. Wenn du in der Fabrik bist, in der Firma am Arbeiten, ach ja, 8 Stunden, nach 8 Stunden irgendwann, Katastrophe. Die reden ja da vom Schlimmsten. Ja, ja, dieses Plattdeutsch, was die alles erzählen und so. Wie kommt Mädchen in die Firma? Boah, schlimm, ich hab das mal gehasst. Wo ich muss im Bruder, ach, ich Fabrik auch oder bei Herren so im Lager. Wenn eine Frau kam, alle von Haus geflippt so. Wow, Geräusche machen, keine Ahnung. Froh, was hätten die eine Frau gesehen so. Voll schlimm, und dann haben sie auch am Asozialsten gesprochen. Das heißt, mit dem du bist, das ist sehr wichtig. Deswegen, wir müssen versuchen zu schauen, in die Mächte mit Muslimen zu sein. Wenn du nicht gerade in der Moschee bist, versuch Dinge zu unternehmen mit Muslimen, die auch beten, die werden dich auch mit zum Gebet rufen, wenn du da Schwächen hast. Das heißt, analysiere dich auch mal selbst und schau, wo deine Schwächen sind und versuche dann Leute dir zum Freund zu nehmen, die diese Schwächen nicht besitzen. Sie haben Stärken. Darum, der Prophet sagt in den Hadith, im Islam sollen wir immer mit Leuten sein, die sind mehr als ich. Das heißt, sei mit einem, der hat mehr Wissen, mehr Stärke. Warum? Er wird dich ziehen, ach ja, auch dazu. Und in Dunya sollen wir mit Leuten sein, die weniger haben. Klar, wir machen das nicht, liebe Geschwister, aber das hat der Prophet aus uns gesagt. Ja? Warum? Weil wenn du bist mit jemandem in der Dunya, der weniger hat, automatisch, du wirst auch
spendabler sein, du wirst nicht so viel auf die Dunja achten, weil du wirst sehen, wie einen, dass der nicht so ist. Und das hast du meistens mal, wenn du in anderen Ländern verreist. Oder wer Umrah und Hajj macht, das sind arme Leute dort, ja, die dort leben. Ich war in Ägypten mal ein paar Monate, da habe ich auch gesehen, so voll arm und ach, da siehst du Kinder suchen im Müll ihre Spielzeuge und so. Dann wirst du auch automatisch, boah, du denkst ja mies. Ja, dann gehst du auch anders mit deinem Besitz. Danach die andere liebe Geschwister sagt, die ich mit erwähnt habe, ist die Selbsterziehung. Denn jeder kann sich irgendwie selber erziehen. Und die Selbsterziehung darin, weil du bist ja mittlerweile, wir sind die meisten, die hier sitzen, die meisten haben auch alle, sind doch von ihren Eltern weg. Die leben alleine oder haben Familie gegründet. Jetzt musst du, oh, du hast angefangen mit Islam, dich selber zu erziehen. Wie hast du dich in Schlechten erzogen? Du hast dir Rap beigebracht. Du hast dir Schlagen beigebracht. Du hast dir Tanzen beigebracht. Du hast dir Anbagern beigebracht. Ja? Das tust du alles weg und bringst dir gute Sachen bei. Kennt ihr doch? Ich habe auch meine Geschwister gesessen und wurde gesagt, guck mal, du musst so tanzen, du musst so bewegen, dies, das, du musst diese Musik hören, du musst mit dem Mädchen kommen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt ein Mädchen, wie redest du mit mir? Dann habe ich ihn bei dem Mann gesagt, nein, so musst du sagen, diesen Spruch. Hat man so erzogen, gegen selbst zum Schlechten, ja? So, jetzt müssen wir uns erziehen zum Guten. Auch selber, weil wir sind reif, wir haben Verstand. Wir haben die Sachen auf Deutsch vor uns, die meisten, ja? Bücher und so über Charakter oder so, so findet ihr Bücher. Es gibt ein Buch von Didi Verlag, dieses Das Geht und Nefs. Das ist ein sehr gutes Buch. Ja, sehr gutes Buch. Könnt ihr nehmen und zum Beispiel lesen. Aber es gibt auch Vorträge von den Mashaikh und den Dual. Man kann sich selber erziehen. Aber, liebe Geschwister, zu Selbsterziehung muss ich eine Sache sagen. Selbsterziehung durch Lernen die Mitte zu treffen. Nicht in den Extremen zu laufen. Weil manche Geschwister durch Selbsterziehung schaffen sie, nicht die Mitte zu treffen. Die gehen in die eine oder in die andere Richtung. Ja, das ist das Wichtige daran. Und das schaffst du, die Mitte triffst du, indem du mit dem Wissen gehst. Dann wirst du auch automatisch die Mitte treffen. Da, liebe Geschwister, Entschlossenheit in dem, was du tust. Du willst dich bessern, du musst entschlossen sein, auch dass du dich bessern willst. Du musst diese Entschlossenheit in dir hast, genau wie du Entschlossenheit hast für Dauer, Entschlossenheit hast in deiner Familie, Entschlossenheit hast in deiner Arbeit. Und du bist entschlossen bei deiner Arbeit, du machst deine Arbeit gut, du willst dein Ziel erreichen bei deiner Arbeit. So musst du diese Entschlossenheit finden in dir selber, bei der Veränderung. Ibn Qudama sagte, liebe Geschwister, sobald man zögerlich und entschlossen ist, wird der Erfolg in die Ferne rücken. Wenn man selbst spürt, dass die Entschlusskraft oder diese Entschlossenheit schwächer wird, soll man versuchen, sich in Geduld, liebe Geschwister, zu üben. Ja, das heißt, du musst versuchen, diese Entschlossenheit wieder aufzubauen. Das ist sehr wichtig, aufzubauen. Bau die Entschlossenheit in dir auf. Sei entschlossen, sag, ich werde mich ändern und sei entschlossen in diesem Satz. Auch wenn das nicht immer. Eine Sache muss dir festhalten. Charakter in einem Menschen ändert sich nicht von einem Tag zum anderen. Das, was wir von vielen Muslimen wollen. Wenn er sagt, La ilaha illallah Muhammad, und der wird Muslim, wir sagen, Takbir Allahu Akbar, Alashayn Allahu Akbar. Ja, und wir kommen wieder auf diesen Jungen, der fühlt sich voll kaputt, der weiß gar nicht mehr wohin. Ja, wir denken, am nächsten Tag kommt er in die Masjid, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah bittet den Masjid, Salam, bitte alles vernünftig, grüßt jeden, der reinkommt, liest Koran, so. Ach, du weißt, der hat 20 Jahre Jahl, 25, 30 Jahre Jahl, diese 20 Jahre Jahl bauen sich nicht in einem Jahr weg oder in einem Tag weg. Ich war auch 19 Jahre, ich habe Schritt gemacht dafür. Ich habe Götzen angebetet, ich habe andere Werte gekannt im Leben, für mich war wertvoll. Ich habe gebetet sogar schon gesagt, bitte lieber Gott, gib mir eine Freundin, bitte gib mir eine Freundin, bitte, 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 nimm mir Plagg weg, ich habe Plagg gerade, bitte, ich kriege ein Mädchen ab. Ja, das waren meine Gebete, andere Werte im Leben. Ja, ich kenne einen Bruder, der hat immer gebetet, er war Muslim, ich war ja damals christlich gebetet. Er hat immer als Muslim gesagt, bitte lieber Gott, gib mir Körper, ich bin noch am Trainieren, einfach, gib mir auch Körper. Ohne Spaß, der hat darum gebetet, bitte gib mir auch Körper, sonst ich muss gelöst werden. Ja, weil wir waren am Trainieren. Ach, verstehst du, das heißt andere Werte gehabt. Deswegen, liebe Geschwister, ist wichtig, dass du versuchst, entschlossen die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. Und um im Endeffekt die Mitte zu treffen. So, liebe Geschwister, es gibt, wenn diese Entschlossenheit weggeht, es gibt eine Art, ich will nicht sagen Züchtige, das hört sich immer so brutal an, aber es gibt so eine Art der Erziehung. Es gibt Selef, die haben zum Beispiel, wenn die etwas gemacht haben, was schlecht war, die haben ihre Schwäche gespürt, dann haben sie sich erzogen durch Fasten. Sie haben gesagt, ich werde jetzt dafür 10 Tage fasten. Ja? Oder sie haben Sklaven freigelassen, oder sie haben Dinge gemacht, gespendet, einen Betrag gespendet. Ja, das heißt, du bist in deiner Sünde gefallen und denkst dir, Mann, Alter, ich habe diese Sünde wieder begangen. Ich wollte ja noch nicht das neue Lied von Bushido hören, verdammt. Ich habe mir doch vorgenommen, dass ich den nicht mehr höre. Aber du hast ja richtig genossen, dass du nicht gehört hast. Ja, dann sagst du selber zu dir, boah, ich sag, nächstes Mal machst du fast die 3 Tage. Das hält dich davon ab, bisschen, ja. Und wenn du das machst, dann haben wir fast 3 Tage. Fasten ist ja eine große Belohnung dahinter.
So. Und dann, liebe Geschwister, gibt es zwei Dinge noch. Das Ego und die Triebe. Die Triebe wirst du nie komplett abschalten können. Manche versuchen das, das geht nicht. Du wirst den Senefs, wirst du nicht abschalten können. Weil es gibt Triebe zum Essen, zum Trinken, Geschlechtsverkehr, das sind Triebe, die kannst du nicht abschalten. Aber du kannst die Triebe kontrollieren, dass du ein bestimmten Maß isst. Nicht mit, der Prophet sagt, man soll nicht mit 7 Mägen essen, ja? Wir essen mit 17 Mägen. Ja? Wenn Akika Walima ist. Ach, ich habe Leute verheiratet. Ich bin da hingegangen, um den Bruder zu verheiraten und so, alles wunderbar, alles geklappt. Dann haben die gesagt, essen wir waren ich, die Zeugen, der Bruder, die Schwester, die Mutter, der Vater und der Onkel. Ach, ein Buffet für 100 Leute. Erstmal kommt so, bei Marokkaner ist das so. Muss immer aufpassen. Die bringen erstmal Salat rein. Ich denke mir, so mit Reis und so, ich habe noch nicht reingehauen und so. Ja. Salat, Reis. Und dann habe ich mir gedacht, vorbei, weißt du, okay, was willst du? Die sagen zu mir, jetzt fängt es an so. Ich so, wie? Oh, kommt Fleisch rein. Ich so, oh, was ist das denn? Damit habe ich noch niemals gerechnet. Ja, guck mal, wie die dann, ich hab's, diesen Tertip ist eine andere Tradition, ist ja nicht schlimm, wenn 100 Leute das haben, schon so kein Problem mit. Aber Ari, die haben mich voll damit übertroffen. Ich hab gesagt, boah, was ist das denn? Ein bisschen Fleisch gegessen, ah, das letzte Stück reingetan, ich konnte nicht mehr. Ja, jetzt kommt Couscous mit Milch und so. Ich so, Allah, mein Ari. Wenn ich einen Monat, zwei, drei Leute verheiratet habe, dann habe ich 100 Kilo dann. Ja, das ist so ein Tertip, wenn ich bei marokkanischen Bruder geht, so bei Lima, so musst du aufpassen. Wenn du Salat siehst, nimm mal immer ein bisschen, weil da kommt immer was dazu. Ja? Oder bei türkischen Brüdern, ich habe gefastet, ach, dann sind wir bei türkischen Brüdern, ich stelle damit die jetzt nicht Marokkaner benachteiligt sich fühlen. Ja, wie wir auch die türkischen Brüder. Ja, bei türkischen Brüdern weißt du, Iftar machen, ach, Katastrophe. Du hast Iftar jetzt ab, du denkst so ein bisschen Suppe und so, weißt du, aber auf einmal, der Tisch wird nicht leer. Kommt und das und diese gerollte Dinger und ich weiß nicht was. Fleisch und ach, du isst und isst und du kannst nicht mehr. Und dann betest, nächstes ist vorbei, sagt, ja komm jetzt noch, Tee, Baklava, Tee, Baklava, Tee, Baklava. Kannst nicht mehr. Genach ist der Taraweh, Allah, weg. So. Wenn der Po so aufgebläht ist, ach, vom Essen, dann musst du den so machen. Ja? Und bei zwei Rekka sowieso, wenn, je nachdem, welche Jamaat du triffst, wenn die lang lesen, ach, machst du zwei Rekka Taraweh und dann kannst du Salat und Janaza beten, dann kannst du nach Hause gehen. Ist vorbei. Deswegen, liebe Geschwister, verstehst du? Das heißt, du kannst die Triebe nicht abschalten, ob das Trinken, Essen, Geschlechtsverkehr, aber du kannst die Triebe kontrollieren, egal in welchem Bereich. Beim Geschlechtsverkehr keine Sinn haben. Das heißt, du musst es kontrollieren. Du siehst aber, dieser Trieb ist stark, und dann musst du suchen, heiraten. Worüber da auch viele Leute einen Fehler begehen mit dem Heirat. Eigentlich wollte ich heute über Heiraten sprechen, aber ich habe mir das anders vorgenommen. Ja, wenn ich darüber spreche, Bruder, dann werde ich impulsiv, dann geht das nicht. Was die Leute da treiben und machen, Schwestern und Brüder, die passen gar nicht auf. Das ist auch ein Grund, weil man das nicht mit Wissen angeht. Man sucht Ehepartner oder man will die Ehe angehen und man macht das unwissend. Man macht das unwissend, man lehrt nicht, man fragt nicht. Und wenn man fragt mich, ruf deine Schwester an, ich will deinen Bruder heiraten. Ich sage, okay, Schwester, wer ist der Bruder, so und so, kannst du ihn anrufen, mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, ah, oh, ich habe Angst. Okay, und du rufst den Bruder an, einer hat schon gesprochen. Bla bla, erzählst dem Bruder und so, du merkst, dein Bruder ist Katastrophe, einer will Papiere, der eine will keine Ahnung. Jeder will was anderes. Ja, wenige Brüder triffst du dann, die wirklich so eine Absicht haben zum Heiraten und Allah näher zu kommen, weil jeder wird dir sagen, ich will damit Allah näher kommen. Ich will nach Koran und Sunna leben. Das sind Maßstäbe, die muss ja jeder haben von uns. Ja, aber damit kannst du manche Leute, die das lange mitgemacht haben, nicht so in die Ecke drehen und sagen, ich will nur nach Koran und Sunna, darum will ich diese Schwester heiraten. Jederzeit Schokolade sein. Ja, was willst du haben als Mahram, als Mahab? Ja, Hajj. Ich will Pilgerfahrt haben. Dann sagt Mama, okay, schaffe eine Schwester, aber weg. Ja. So. Auf jeden Fall, und dann machen das die Leute. Ich habe diese Schwester gesagt zu mir, und ich rede mit denen, ach, ich rufe an. Ich sage, Schwester, lass lieber sein. Der ist, weil auch vom Alter her nicht und so, fallen viele Punkte. Was die Schwester mir sagt, ich höre sowieso nicht auf Menschen. Wieso willst du mich auf Namen nehmen? Warum habe ich gestern drum telefoniert? Da sagt er doch, Allah, du bist Melek, du bist Engel, du hörst nicht von Menschen, du bekommst auf Verbarung. Sag das doch, dann rufen wir doch nicht an. Machst uns verrückt, ich hab Zeit, ich schütte mein Kind sitzen können, bis ich spiel meine Frau reden können oder so. Ja, ich vertraue auf Allah. Bismillah. Auf Allah vertraut. Nach 6 Monaten rufen die sowieso an, so. Der hat mich verlassen und er hat mich geschlagen. Weil er rechtschaffen war. Warum war er rechtschaffen? Weil er betet und fastet. Ja, das ist aber nicht Rechtschaffenheit. Das führt zu Rechtschaffenheit. Aber heißt nicht, dass die Person rechtschaffen ist. Das heißt nicht, dass die Person ein guter Ehemann ist oder eine gute Ehefrau ist. Bruder, ich kenne einen Bruder und der hat mir erlaubt, das zu erzählen. Interessant.
Er wollte heiraten. Und er hat sich verlobt. Und verlobt etc. dies und das. Gut gelaufen. Die Schwester kam mit Chimar und mit Bruder und so und alles nach so aus. Und die Schwester hat schien Gottesfürchtig, weil wir können Tachon nicht sehen. Ja. Könnt vielleicht so fühlen, aber ob sie wirklich ist, die eine Person, Allah weiß es. Dann auf einmal, liebe Geschwister, so eine Woche vor der Ehe, lass es zwei Wochen gewesen, ich weiß nicht, aber ganz kurz vor der Eheschließung, sagte der eine Türsteher auf dem Bruder an, sagt er, komm mal so vorbei. Und so sagt er, so bist du, ich geh nicht mehr Disco und so, was für. Komm und sagt er, ja, komm mal vorbei, ich will dir was zeigen, bitte tu mir den Gefallen. Du brauchst nicht reinzukommen, ich zeig dir was. Er geht vorbei. Er wollte eigentlich nicht, weil er hat eigentlich sich verändert gehabt. Dann sagt er so, mach die Tür auf. Hat er gesagt, hallo, was, bist du verrückt, oder willst du mich in die Hölle treiben, was ist hier los? Okay, wir kennen uns, wir sind Freunde, was ist los? Er sagt, mach mal Tür auf. Er macht Tür auf, was sieht er, wer tanzt, wer hüpft, wer ist ohne Chimar, wer ist mit Getränk in der Hand? Die Frau, die da heiratet. Deswegen, man soll diese Dinge nicht leichtfertigen. Man will heiraten, informier dich, Bruder. Informier dich auch über die Person, die du heiraten möchtest. Das ist nicht verboten. Sahabi haben das gemacht. Sind Professoren haben gefragt, welche Sahabi ich für den oder den Sahabi gefragt. Der Prophet hat erzählt. Sahabi haben gefragt, also das ist, warum sollen wir uns nicht informieren? Ja, sie tritt Chimar. Ja, das bedeutet gar nichts. Im ersten Fall bedeutet das nicht. Nicht, dass ich Chimar wegnehmen will und sagen, das ist nichts. Natürlich, ich weiß auch mit Allah, sie segnen, haben wir am Anfang gesagt. Ich meine, man muss nicht verstehen, wenn man redet. Aber ich meine, das Innere einer Person bedeutet was. Guck mal, ich hab gesagt, Bruder, du war auch für den alles klar. Mach mal, tanzen, let's go. Denkst du, ich hab, der mir das erzählt hat, der hat mich an den Abend angerufen. Ich hab gesagt, Bruder, was ist so in der Ecke? Vielleicht hat jemand da reingezwungen oder so. Keiner denkt mir, was, schon egal, wir voll am Denken und so. Ich sag auch, stell dir das mal vor. Deswegen, das Letzte, und somit beenden wir, dann sind wir auch pünktlich für ein Gebet. Weil, wie gesagt, das Gebet hat Vorrang. Das sind die Geschwister Dinge, die wir uns davon befreien, Herzkrankheiten. Ja, Herzkrankheiten, dass das Herz krank ist. Und wir merken durch zwei Dinge, merken meistens, ob das Herz krank ist. Mit Ellen, durch das Wissen, weil du willst Wissen erwerben und du schaffst das nicht. Du willst Wissen erwerben, aber das kommt nicht. Du lernst und du strengst, aber du siehst irgendwie dann, ich habe keinen Bock zu lesen, keinen Bock zu lernen, keinen Bock zu Dings, nicht. Das ist, du siehst, du hast Schwierigkeiten darin. Oder Ibadah. Oder durch die Ibadah. Warum durch die Ibadah? Du betest und nach dem Gebet fühlst du irgendwie nichts. Du fastest und nach dem Fasten Iftar ist nicht das Gefühl da, wie es sein sollte. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du siehst, die Ibadah erreicht dein Herz nicht. Das ist genau wie ein Mensch, wenn er krank ist, wenn er isst. Du gibst ihm bestes Essen, er isst das, aber er sagt, ich will das nicht, weil er krank ist. Kennst du, wenn du krank bist? Wenn ich krank bin, ach, dann kochen, was ich will, ich habe keine Lust darauf. Ja, aber wenn du gesund bist, dann nimmst du es auf und du schmeckst das. Genauso. Ibadah, wenn das Herz krank ist, oder wissen, nimmt es nicht an. Ja? Sie verwehrt, sie sagen nein, aber wenn das Herz gesund ist, nimmt es an. Deswegen muss man versuchen, diese Krankheiten von uns zu entfernen, durch Dua, durch die Umgebung, was wir eben erwähnt haben, durch freiwillige Taten, durch Wissensstreben, mit Leuten zu sein, die mich da näher bringen. Ja, das zum Vorbild, liebe Geschwister. Ich hoffe, wir haben alle was davon gehabt und konnten was daraus lernen. Möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen machen, die das Vorbild folgen, nämlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Krankheiten im Herzen wegmachen und uns gesunde Herzen geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister, Brüder und Schwestern in Syrien und auf der ganzen Welt, wo sie leiden, aus ihrer Situation herausholen und ihnen Sieg und Erfolg geben und sie befreien auf dem, was sie gerade durchmachen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, alle Muslime und alle Muslimas auf dieser Erde vergeben und ins Paradies bringen. Barakallahu fiik. Jetzt könnt ihr. Bis doch jetzt.